Volga M24 ist ein Symbol des Taxidienstes in der ehemaligen DDR. So werden ihn die meisten noch in Erinnerung haben. Es ist die Weiterentwicklung des Volga M21, der von 1956 bis 1970 gebaut wurde. Gorkovskaya Automobilnye Zavod, zu Deutsch Gorkia Automobilwerk. Der hier ist Baujahr 76. Hat einen 2,5 Liter, genau 2445 Kubik Motor drin, 4 Zylinder, 80 PS. Später gab es den auch mit 100 PS. Und ganz besonders gab es eine V8-Variante mit Dreigang-Automatikgetriebe, der hier hat bloß Viergang-Schalter. Tja, der hier ist in Champagner-Weiß, gab es in ein paar Farben, ist schwer zu sagen, schlechte Historie dazu. War eine bunte Farbpalette, die es da gab damals, ähnlich wie bei den ostdeutschen Produkten auch. Aber es ist wie gesagt schwer zu sagen, was es für Farben gab. Das ist nicht so lückenlos dargestellt. Produktionsbeginn war offiziell 1968, ging bis tatsächlich 1992. Der GAS 24, also wie er hier steht, ist quasi die Basisausstattung Limousine. Es gab noch den GAS 2401, das war das Taxi, GAS 2402, das war der Kombi. Und was noch nennenswert ist, ist zum Beispiel der GAS 2407. Das Taxi gab es nämlich tatsächlich auch als Erdgasvariante. Die hatten dann hinten den Erdgastank, dort wo jetzt quasi luftleerer Raum ist. 1977 kam dann quasi die Wende. Das Fahrzeug hat einen Facelift bekommen und ab da ging auch die Produktionszahlen richtig hoch. Komplett neues Armaturenbrett, neuer Grill, Motorisierung wurde verbessert durch eine Änderung der Verdichtung. Ganz einfach im Kopf sind wir auf 100 PS gekommen und grob 180 Newtonmeter, 190. Das ist nicht so ganz eng, wie das. Also da gab es eine andere Norm dazu, zu der Leistungsmessung. Das ist aber eine andere Sache. Das schöne Schmuckstück hier, das habe ich tatsächlich aus Berlin gekauft. Ist damals von den Vorbesitzern 2017 tatsächlich aus der Ukraine nach Deutschland importiert worden. Das Fahrzeug stand 17 Jahre, vielleicht noch länger, man kann es nicht genau sagen, in Odessa in der Scheune. Schlüssel hat gesteckt. Die haben das Ding gestartet und sind damit nach Deutschland gefahren. 1500 Kilometer von Odessa nach Berlin. Ja, und dann sind die hier gewesen und stieg. Die haben das Auto bekommen, stieg ein ukrainisches Pärchen, altes Pärchen aus. Die Mutti mit dem Papa haben das Ding 1500 Kilometer nach Deutschland gefahren auf Achse. Eigentlich unvorstellbar. Ein Auto, was fast 50 Jahre alt ist, fahren die per Achse nach Deutschland. Die Vorbesitzer haben tatsächlich sogar das Auto dann auch so für Hochzeitsfahrten und sowas angeboten. Und irgendwann hat sich das dann halt die Möglichkeit ergeben, das Auto auch als Filmauto zu leihen. Der hier gezeigte Wagen ist ein Fahrzeug aus dem Film Honecker und der Pastor. Der Film zeigt die Ereignisse des Januars 1990. Inmitten dieser turbulenten Umbrüche steht das einst so mächtige Ehepaar Honecker vor der Tür eines evangelischen Pfarrers. Sie sind Gejagte und obdachlos. Die Ironie des Schicksals führt sie ausgerechnet zu einem Pfarrhaus. In der Szene ist quasi zu sehen, wie der Pastor mit dem Honecker da einsteigt und wegfährt. Ist ein ganz kurzer Ausschnitt, aber er ist dabei. Wir haben jetzt hier das Kraftaggregat, wie gesagt, grob 2,5 Liter, genau 2445 Kubik. Der hier macht jetzt 80 PS und gemessen 160 Newtonmeter. Wir haben hier so ein paar Besonderheiten, wie es halt bei jedem Auto ist aus der Zeit. Und zwar ist hier standardmäßig immer ein Hauptschalter verbaut gewesen. Hier, na, ein Schlagschalter. Wir haben hier den Kraftstofffilter, ganz einfache Technik, einfach nur ein Setzfilter. Unten noch die Kraftstoffpumpe. Wichtig ist immer vorm ersten Starten Kraftstoff vorpumpen. Der Ölfilter sitzt noch hier unten mit drin. Ist jetzt schon der Umbau. Gab es vorher in der Generation, das ist jetzt der vom 2410, der Filter, gab es vorher in der Generation mit so einer eingesetzten Kartusche und war so hoch hier, hat total viel Platz weggenommen. War immer ein Riesenterror, das zu tauschen und hat immer so Dreck gemacht und das war nichts für mich. Habe ich umgebaut, passt 1:1 die Teile. Peilstab hier drüben noch, Zündverteiler, alles mit Unterbrecher noch, eine Zündspule, die normalen Sachen. Wir haben hier sogar hydraulisches Kupplungspedal, na, wird einfach mit Bremsflüssigkeit befüllt.
Vergaser, Motor, Einzelvergaser, Faltstrom. Luftfilter ist tatsächlich auch mit Ölbad, quasi immer ein bisschen Öl drin haben, na, wie man das von früher kennt. Kühlwasser, Entlüftung, Kurbelgehäuse, gibt es nochmal eine separate, die irgendwo hinten am Getriebe rausgeht. Krümmerheizung haben wir hier tatsächlich auch mit Sommer- und Winterbetrieb, wird auf der anderen Seite umgestellt. Wir haben bei dem Auto schon Bremskraftverstärker, merkt man auch, aber wir haben halt rundherum Trommelbremsen. Und der Bremskraftverstärker ist für die Trommelbremsen eigentlich viel, viel, viel zu krass. Also wenn man hier ein bisschen zu viel bremst, dann blockieren die Räder sofort. Und dann lässt man vier schöne schwarze Streifen auf dem Asphalt. Ja, was die alten Hasen von früher vielleicht kennen, Bremskreis kann man, den hinteren Bremskreis kann man absperren. Das bedeutet, dass man nur vorne bremst. Hatte eigentlich mal den Grund, das zu machen, damit man die Bremskreise separat entlüften kann. Was kannst du zur Zuverlässigkeit sagen? Ja, also das Auto springt eigentlich immer an, ob warm, ob kalt. Es ist nicht so, dass es große Probleme gibt. Es gibt immer alles irgendwie eine Lösung. Den Urlaub, den wir dieses Jahr gemacht haben, der hat eigentlich schon gezeigt, mit Hammerzange, Bindedraht kommt man bis nach Stalingrad. Genauso war es auch. Vergaserprobleme, Gummi zugebaut, Gasrückholfeder selber gebaut und das Ding fuhr bis nach Hause wieder. Also zuverlässiges Auto auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich unzufrieden bin mit dem Auto, dass der nicht fährt irgendwann mal. Kannst du dir mal so die Schalter erklären, was wir hier wo haben? Wenn wir links anfangen, haben wir einen Scheibenwischer. Zwei Stufen, langsam, schnell. Hier unten, das sieht er jetzt nicht, habe ich eine Fußpumpe. Das ist quasi für die Scheibenwischanlage, also fürs Waschwasser. Dann hier daneben haben wir ein Heizgebläse. Im Endeffekt, ja, muss ich vorne einen Hahn öffnen. Mit dem tue ich quasi einstellen, wie sehr ich hier drin heize. Also tue quasi den Zulauf für die Warmwasserheizung halt regulieren. Und hier ist einfach nur das Gebläse dazu. Sitzt hier vorne drin. Dann haben wir hier den Schock. Den halt ziehen oder schließen. Hier unten drunter sind die Sicherung. Der hat tatsächlich Sicherungsautomaten. Ja. Die sind hier drunter, das sind Bimetallsicherungen, einfache Wärmesicherung. Kann man nachher mal zeigen. Dann haben wir hier rechts drunter. Hier tue ich quasi die Uhr einstellen. Kann ich die Uhrzeit verstellen. Die Uhren sind meistens kaputt. Die ging am Anfang, musste ich leider feststellen, dass die jetzt schon nicht mehr geht. Warnblinklicht, Fahrlicht. Dann haben wir hier drunter noch einen Schalter, den hier. Das ist quasi das Parklicht links und rechts. Kann man dann nachher außen mal sehen. Zusätzlich dann, entweder hier ist es, hinten die Heckscheibenheizung. Hier unten drunter noch ein Schalter, zwei Stufen, stark und also leicht und dolle. Das ist quasi hinten, kann man nachher mal sehen, ein Heizgebläse an der Heckscheibe, wo man quasi die Heckscheibe freikriegt, also Heckscheibenheizung. Ansonsten Luftverstellung, dafür muss man tatsächlich studiert haben, so wie die Symbole sind, ist es tatsächlich nicht. Das ist quasi Regulierung hoch, Regulierung runter und das ist quasi eine Mischkammerverstellung dafür. Aber so ganz richtig habe ich mir das auch noch nicht gemerkt, weil das aus dem Russischen übersetzt ist und das ist etwas Russisch. Russisch, ja. Hier rechts haben wir noch einen Schalter. Können wir quasi die elektrische Antenne ausfahren rechts fürs Radio. Da ist tatsächlich, jetzt drauf hören, klack, steht in der Bedienungsanleitung, die Antenne so lange ausfahren, bis ein Klacken zu hören ist, dann weiß man, die ist weit genug ausgefahren und dann soll man aufhören. Einfahren genau dasselbe. Okay. Ansonsten Zigarettenanzünder noch, Radio,